Schule daheim. Buchstabe der Woche Teil 1. Wie können Sie Ihr Kind in der ersten Klasse beim Buchstabenlernen unterstützen? Bevor Ihr Kind mit seinen Büchern und Heften arbeitet, suchen Sie in der Wohnung zum Beispiel nach Au-Wörtern. Auge, Bauch, Lauch. Beim Spaziergang kann mit dem Handy fotografiert werden. Auto, Baum, Mauer. Wer findet die meisten Wörter? Nun werden die Wörter zu den Gegenständen, Fotos oder Bildern aus Zeitschriften aufgeschrieben, von Ihrem Kind oder bei Wörtern mit unbekannten Buchstaben von Ihnen. Jetzt suchen Sie gemeinsam in der Fibel oder im Arbeitsheft nach weiteren Wörtern. Haus, Maus, Zaun, Daumen, Bauer und so weiter. Ihr Kind malt passende Bilder auf Blätter im Postkartenformat und schreibt dazu das Wort auf. Üben Sie jetzt gemeinsam das Schreiben des Buchstabens. Stellen Sie sich gegenüber voneinander auf und schreiben Sie den Buchstaben mit der linken Hand von rechts nach links in die Luft, also spiegelverkehrt. So kann Ihr Kind alles richtig sehen. Wenn Ihr Kind den Buchstaben so einige Male ganz groß und ganz klein in die Luft geschrieben hat, kann es Ihnen den Buchstaben auf den Rücken schreiben, mit dem Finger auf den Tisch oder mit Wachsmalstiften auf eine alte Tapete. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bevor Ihr Kind jetzt mit den Aufgaben in seinen Schulmaterialien beginnt, suchen Sie gemeinsam ein Plätzchen in der Wohnung, wo die Gegenstände und Fotos mit den Buchstaben der Woche und den passenden Wortkärtchen gut sichtbar ausgestellt werden können. Jetzt kann Ihr Kind mit den Aufgaben in seinen Schulmaterialien beginnen, die es von seiner Lehrerin oder seinem Lehrer erhalten hat. In einem zweiten Video habe ich viele kreative Ideen rund um den Buchstaben der Woche zusammengestellt.